Ein Thema, das uns gestern schon beschäftigt hat, das war das Foto der SPD-Bundestagsfraktion. Ein Gruppenfoto und wir sehen nur einen Mann, der sich dort an die Maskenpflicht gehalten hat. Das ist unser Gast Karl Lauterbach. Alle anderen haben keine Maske an. Mich regt gar nicht auf, dass dort die Politiker ohne Maske stehen. Mich regt auf, dass die Maskenpflicht noch nicht insgesamt abgeschafft wurde, dass in Schulen weiterhin Masken getragen werden müssen, dort aber die Politikerinnen und Politiker sich ohne Maske zeigen. Das nenne ich Doppelmoral. Naja, das war ja jetzt nur ein ganz kurzer Moment, muss man sagen. Und die Fraktion ist geimpft und getestet. Von daher bestand kein Risiko. Aber es ist schon richtig, dass wir uns in den Innenräumen des Bundestages nur mit Maske bewegen müssen. Die Frage ist ja, brauchen wir die Masken noch in den Schulen? Das ist ja die eigentlich also entscheidende Frage. Das war hier ein Moment, wo man vielleicht so oder so hätte entscheiden können, alles gut. Aber was ging da den Leuten durch den Kopf? Also, weiß ganz ich kurz. Nicht, aber ich will mich nicht über die Leute, die dort standen. Aber Sie haben ja Maske getragen. Die ja, haben Sie ja gesehen. Ich hatte offen gesagt, also die Maske routinemäßig getragen, weil ich also im Bundestag halt immer die Maske trage, weil das ja auch die Vorschrift ist. Aber man kann natürlich in so einem Moment, wo ein Foto gemacht wird, kann man aus meiner Sicht die Maske auch abnehmen. Das ist ganz klar. Von daher das halte ich nicht für problematisch. Die Kolleginnen und die Kollegen haben nichts falsch gemacht. Das will ich hier festhalten. Aber Sie gegen die Vorschriften verstoßen. Ja, weiß ich nicht. Dann sind die Vorschriften. Für ein Foto kann man das abnehmen. Das ist aus meiner Sicht alles gut. Aber die viel interessantere Frage ist ja, was machen wir in den Schulen? Und es gibt tatsächlich also zum einen klare Studien, die zeigen, dass also die Masken in den Schulen etwas bringen. Das ist durch wissenschaftlich ist das belegt. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, die Maskenpflicht auszusetzen in den Schulen. Da muss man aber sehr streng eine Alternative fahren. Und diese Alternative ist wie folgt: Wenn man die Kinder vor der Schule, also vor dem Beginn der Schule, dreimal pro Woche testet und für den Fall, dass ein Kind dann positiv ist, alle Kinder in der Klasse 5 Tage hintereinander jeden Tag, jeden Morgen testet. Dann kann man mathematisch zeigen, dass also, es zu großen Ausbrüchen in der Schule nicht mehr kommt. Also das wäre sozusagen das die Alternative. Das ist sehr kompliziert. Ich will noch einmal zurückkommen zu der Szene, weil das interessiert mich jetzt auch. Jetzt steht da Karl Lauterbach, der Herr Wiesmann, einer der großen Corona-Experten der Republik. Neben sich, weiß ich nicht, wie viel, 206 Kollegen, die alle keine Maske haben. Jetzt sieht Karl Lauterbach. Doch zwei weitere hatten auch eine, meine ich heute auf dem Jetzt sieht Karl Lauterbach, aber doch all die tragen die Maske jetzt nicht, obwohl sie es eigentlich müssten. Haben Sie da was gesagt oder so? Mensch, das sind doch Indiskretionen, ob ich da was gesagt habe und so weiter. Aber kann man doch einfach mal sagen, ja, aber wir sind ja hier in der Sendung in dem Sinne. Aber kann man doch mal also, und nicht beim Ausschank oder was. Also der Stammkneipe. Hört doch jeder was zu trinken. Nein, aber also ich habe ja eben schon gesagt, die Kolleginnen und Kollegen haben nichts falsch gemacht. Das war ein Moment halt, wo ein Bild gemacht wurde, da ist niemand gefährdet gewesen, weil die sind alle geimpft oder getestet. Jetzt fahre ich oft mit der Bahn. Ich finde aber, das ist ein fatales Zeichen, was damit gesetzt wird. Die Politiker, die Wasser predigen und Wein trinken. Und ja, wir wundern uns. Moment. Ja, es hat doch nichts damit zu tun. Es hat doch mit der Außenwirkung zu tun. Ja. Die ganze Fraktion steht da ohne Maske. Unsere Kinder müssen in der Schule sitzen und müssen diese verdammte Maske den ganzen Tag tragen. Aber darf ich den Unterschied erklären? Es geht mir gar nicht um den Unterschied. Es geht mir um die Außenwirkung. Und ich finde, dass Politiker sich auch über ihre Außenwirkung bewusst sein müssen und da auch als Vorbild vorangehen. Ja, aber man kann es so und so sehen. Wenn wir zum Beispiel im Bundestag ein Interview geben, dann tragen wir auch keine Maske. Das ist dann auch nicht vorgesehen, weil einfach schlicht und ergreifend. Da ist aber auch ein Abstand zu wahren. Ne? Genau, und hier war es jetzt ein Fototermin und da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ich habe hier die Maske getragen, von daher ist meine Wunderbar. Meinung klar. Aber die anderen haben auch nichts falsch gemacht. Aber ich glaube, dass es also wichtig ist, dass wir über die Dinge sprechen, die jetzt anstehen. Und was jetzt ansteht, ist tatsächlich die Frage, weil das ja jetzt in jedem Bundesland anders entschieden wird. Müssen die Kinder noch die Maske tragen, ja oder nein? Und von daher lohnt es sich, darüber nachzudenken. Und ich mache ja einen Vorschlag in dem Sinne, der noch nicht so oft gehört wurde. Es geht ohne Maske, wenn man es nach dem System macht, dreimal testen pro Woche morgens und ist ein Kind positiv, dann also die anderen Kinder 5 Tage hintereinander testen. Dann könnten die Masken wahrscheinlich nicht, also könnte man wahrscheinlich auf die Masken verzichten.
Denn das fragen sich ja derzeit. Ich bin ein bisschen beunruhigt, weil sich Nena Schick so zurückhält. Und normalerweise ist beim Thema Masken ja viel offensiver unterwegs. Ich habe mir vorgenommen, heute erstmal zuzuhören und mir erstmal die Argumentation anzuhören und dann mich einzuschalten. Ich höre hier sehr rege zu. Wie ist deine Meinung, was Masken in den Schulen angeht, Masken insgesamt? Eigentlich bist du da eine klare Verfechterin und sagst Masken sofort. Gestern hast du mich sogar noch Anarchistin genannt. Das habe ich sogar in der Sache als Kompliment wahrgenommen, Paul. Meine Meinung habe ich ja gestern schon zum Ausdruck gebracht. Ich finde ja auch, dass sich eigentlich alle auf dem Bild richtig verhalten haben, außer Sie, Herr Lauterbach. Hier möchte ich aber noch mal in der Sendung sagen, ich bin gestern etwas übers Ziel hinausgeschossen. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich hätte nicht sagen dürfen, dass Sie der Hampelmann der Woche sind, einfach weil Meinungsfreiheit ist wichtig. Wir stehen hier dafür ein. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Meine Meinung bleibt aber dieselbe, dass ich finde, ich sehe das auch anders als Annette. Es war das richtige Signal, dass die keine Maske anhatten. Wir haben auch mit Blick auf die aktuellen Zahlen, ich finde, auch bei Schulfotos, Jan Fleischer, das hat mich wirklich bestürzt, hat heute getwittert, von so einem Foto kann sein Sohn nur träumen, der jetzt eingeschult wird, vom Klassenfoto, wo alle keine Maske anhaben. Da habe ich gedacht, ja, aber das sollen die doch auch machen. Ja. Also wir können doch jetzt nicht sagen, toll, dass alle da, wie schlimm, dass alle keine Maske auf hatten wegen der Außenwirkung. Alle waren genesen oder geimpft, richtig? Geimpft, genesen oder getestet. Haben sich alle, das ist ja interessant, haben sich alle, wissen Sie, dass alle in der SPD-Fraktion geimpft sind? Ist das so? Das ist mein 100% Quote? Also mein Kenntnisstand ist auf jeden Fall, dass alle genesen, geimpft oder getestet sind. Genau. Getestet. Dann ist es doch total affig, sich da mit einer Maske hinzustellen. Ich gebe dir da total recht. Aber es kann nicht sein, dass es von anderen verlangt wird. Und hier muss man das nicht machen. Mir geht es nur um die Außenwirkung und was bei den Menschen da draußen ankommt. Nämlich, die Politiker erzählen uns was anderes als das, was sie selber machen. Und das funktioniert für mich nicht. Ich finde auch, ich habe auch keine Lust mehr auf die Masken und mir wäre es auch lieber, wir könnten sie heute ablegen und nicht erst morgen. Ja, aber ich finde es ganz wichtig, um eben auch authentisch zu sein. Und wir wundern uns, warum die Leute irgendwie sagen, oh, Politik ist Mist und da, den kann man sowieso nichts abnehmen, wenn sie sich dann so darstellen. Ja, also, das ist schon also das ein Unterschied. Ist es schon ein Unterschied, ob ich meinetwegen, um jetzt bei den Kindern zu bleiben, wo ich ja gerade einen Vorschlag gemacht habe, wie es dreimal testen, dann geht es ohne Maske aus. Dreimal testen und aber ist das realistisch? Das kriegen wir auch gar nicht hin in Deutschland, oder? Der entscheidende Punkt ist wirklich, dass man also, wenn ein Kind positiv ist, alle Kinder, die also in der Klasse noch sind, 5 Tage lang hintereinander testet. Weil das wird überall, es wird an vielen Stellen schon dreimal aber die Woche getestet. Hat man das bei den Erwachsenen je so gemacht? Ich will nur erklären, wenn ich das bei den Erwachsenen, was unterscheidet hier meinetwegen die Erwachsenen, die in ein Restaurant gehen und die Kinder, also die meinetwegen in der Schule sind? Naja, bei den Erwachsenen ist es so, dass jetzt die meisten geimpft sind und bei den Kindern sind es 30-40%. Das ist ja der Unterschied. Und selbst, also wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe, wann bist du zuletzt in einem Restaurant gewesen und hast dort 6 Stunden gesessen? Ne, dann, also, ne, das kommt nicht so oft vor. Mit Paul. Somit, man muss die Dinge dann also schon also, sagen wir, realistisch miteinander vergleichen. Daher kann man so ein Foto auch nicht mit der Schulklasse vergleichen, weil ich gebe mein Ehrenwort, wir haben nicht 6 Stunden dafür verwendet, dieses Bild zu machen. Ne, das ging viel schneller und das löst sich dann auf. Somit, also wir brauchen wirklich... Mein Klassenfoto braucht ja auch keine 6 Stunden. Ja, wenn jetzt ein Klassenfoto gemacht würde ohne Maske, da hätte ich, oder wenn das draußen wäre beispielsweise, hätte ich ja null Probleme mit. Sie da wäre ich der Letzte, der ist, man muss ja auch, sagen wir mal, die Regeln also mit Verstand machen, also wenn jetzt draußen... Aber da haben die Deutschen ja nicht mehr das Gefühl, dass die Regeln mit Verstand gemacht werden, Herr Lauterbach, weil man hat das Gefühl, dass Corona keine große Gefahr mehr ist mittlerweile. Man hat das Gefühl, dass andere längst ein Freedom Day machen, wie in Großbritannien, das große Thema, und wir weiter über Maskenpflicht reden. Und wir uns fragen, wie lange müssen wir noch mit diesem Ding rumlaufen? Ich meine, wir laufen jetzt seit 1,5 Jahren rum. Wir sind, entweder sind diejenigen getestet, die sind geimpft oder sie sind halt genesen. Und wer sich nicht testen lassen will oder impfen lassen will, für die braucht man Regelungen. Aber ist nicht mal der Moment gekommen, wo man sagt, jetzt warum ist auch mal gut? Warum braucht man aktuell für die Regelung mit Blick auf die Zahlen, Bela? Das sehe ich komplett anders. Ja.